Kommen wir zu einer bekannten Hamburger Spezialität, dem Franzbrötchen. Kaum einer weiß, dass es aus der sogenannten Franzosenzeit stammt. 1806 bis 1814 war Hamburg ja von den Franzosen besetzt. Daran wollen wir jetzt gedanklich, begeben uns dazu, klar, ins Hamburg Museum und treffen dort auf die Schauspieler Oliver Herrmann und den Musiker Markus Vogt. Die beiden nehmen die Zuschauer mit in eine fast vergessene Epoche unserer Stadt. Hurra, 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 auf dem Felde schlug man ihn. Nun muss er ohne Gloria zurück nach Frankreich fliehen. Ach, was Poet, wie reden wir uns denn jetzt? Napoleon marschierte 1806 in Hamburg ein. Die Franzosen machten die Stadt 8 Jahre lang zur Festung, um sie gegen die Russen und Preußen zu verteidigen. Ich finde das ungeheuer spannend, Geschichte, Geschichten aus früheren Zeiten eigentlich auszugraben, zu finden. Das finde ich faszinierend und ich lese wahnsinnig gern solche Bücher und solche Dinge dann für die Bühne, für andere Menschen sozusagen zu erzählen, lebendig werden zu lassen. Das finde ich hat einen ganz großen Reiz. Das Hamburg Museum stellt originale Kostüme aus der Zeit zur Verfügung. Alles historisch, die ganzen Details da dran, das Kostüm, der Säbel und alles. An Weihnachten vor 200 Jahren trieben die Franzosen arme Hamburger aus der Stadt, um sie nicht verpflegen zu müssen. Bei Frost und Kälte und Schnee mit nichts am Leib und da sind über 1000 Menschen, ich glaube fast 1200 Menschen sind wirklich elendig verreckt, also gestorben, erfroren, verhungert und sind auf einem Acker von einem Bauern in Ottensen begraben worden. Das ist der heutige Kemal-Altun-Platz. Und das ist bei mir ganz um die Ecke und das hat mich sehr berührt, diese Geschichte. Jahrelang durchforstete der Schauspieler Stadtarchive nach Überbleibsel aus der Franzosenzeit. Votre nom sera ôté de la liste. Ihr Name wird von der Liste entfernt werden. Es ist ja eine Kombination aus Musik, aus vorgelesen bekommen, aus erzählt bekommen. Wir haben Requisiten aus der Zeit auf der Bühne. Wir sind angenäherte Originalkostüme. Und alle brachten natürlich auch französische Sitten und Gebräuche mit. Die guten Hamburger nahmen nun diese armen Geflüchteten. Die Franzosen haben wenig Spuren in Hamburg hinterlassen. Straßennamen wie die Franzosenkoppel in Lurup oder die Franzosenheide in Schnelsen stammen aus dieser Zeit. Dann gibt es so den typischen Hamburger Ausdruck fiese Matenten. Das kommt eigentlich aus dem französischen Visite Matente. Das haben nämlich die französischen Soldaten gesagt, wenn sie wollten, dass die schnuckeligen Hamburgerinnen, die jungen Mädels, mal in ihre Zelte kommen, um mit ihnen ein bisschen rumzubusseln. Und dann haben die Eltern einfach, weil sie das nicht richtig verstanden haben, nur gesagt, mach keine fiese Matenten, also hör auf, in die Zelte der Franzosen zu gehen. Nach dem Abzug der Franzosen versuchten die Hamburger, alle Spuren zu tilgen. Die Schauspieler machen sich auf die Suche und aus Stadtgeschichte ein sinnliches Erlebnis.